Hi Leute und willkommen zu Final Fantasy 14, der Live-Letter. Ich habe eben gerade schon mal angefangen, alles zu kommentieren und so weiter. Aber mein Aufnahmeprogramm wollte nicht so wie ich. Und deshalb müssen wir das nochmal, während der Live-Letter nochmal läuft, ganz kurzes bisschen drüber gehen. Ich habe mir nochmal den Reddit Final Fantasy Discord rausgesucht. Da gibt es eine kleine englische Übersetzung. Und im Moment wird halt nur so ein bisschen rumgequatscht noch. Ein paar Fragen, die man vorher einreichen konnte, beantwortet und so weiter. Das Wichtigste fasse ich jetzt ganz kurz zusammen, und das sind einfach nur die Jobänderungen oder die Jobanpassung, die innerhalb von den nächsten, ich sag's mal, Monaten gemacht werden, beziehungsweise an welchen Klassen man da überhaupt was machen möchte. Und zwar einmal natürlich als allererstes bei dem Ninja. Da gibt es ja Probleme bei der Trick Attack, bei Ninjutsu und so weiter. Das will man alles so ein bisschen smoother machen. Also, dass man nicht so gehetzt ist. Kann ich vollkommen verstehen. Ein paar Leute haben mir da auch gesagt, dass sie da immer ein bisschen Schwierigkeiten haben mit Global Cooldown, Ninjutsu, Global Cooldown und so weiter. Da werden sie ein paar Änderungen vornehmen, was aber dauern wird. Das wäre dann das Erste. Als nächstes gab es dann zur Samurai-Klasse ein bisschen, da der Samurai, laut Frage, die gestellt wurde, ja nichts zu der Gruppe beiträgt, sondern so als Single-DPS nur da ist, ob man den stärker machen könnte oder ob man hier bei den Stances ein bisschen was machen könnte, um halt die Gruppennützlichkeit zu ändern. Und dort haben sie gesagt, also sie arbeiten dran. Und auch hier ist den Leuten das wieder nicht smooth genug mit den Skills. Also viele Leute haben irgendwie Probleme mit ihren Klassen. Und auch da werden dann ein paar Änderungen kommen. Welche genau konnten sie noch nicht sagen. Aber es wird ein bisschen was gemacht. Aber da wird nichts vor 1.5.1 kommen. Weil man sich auch auf andere Sachen konzentriert im Moment. Also sie haben es erkannt, dass die Firepower vom Samurai ein bisschen da was geändert werden muss. Aber sie priorisieren erstmal, sich um den Ninja zu kümmern, dann um den Samurai und vielleicht ein bisschen was an den Samurai-Mechanics zu verändern vielleicht. Als nächstes an der Reihe wäre dann der Summoner. Auch hier ist den Leuten das irgendwie nicht smooth genug, wenn sie Bahamut steuern. Das heißt, sie sind ein bisschen zu beschäftigt, wenn sie mit dem umgehen, und ob man da ein bisschen was machen könnte, ob man beim Ruin-Skill noch ein bisschen was machen könnte. Und auch hier, sie haben sich das angeguckt, haben das überprüft und haben die Stimmen der Leute gehört, die sagen, ja, da ist Handlungsbedarf, da wird man was machen, aber auch hier nicht bevor 5.1. Das heißt,
Reihenfolge wäre dann, zuerst wird der Ninja was gemacht, dann am Samurai, dann am Summoner, Barde und Dancer. Sie haben eine gute Entwicklung beim Baden gesehen, was auf jeden Fall, ja, hat sich ist auf jeden Fall viel spielbarer geworden. Sie wissen, dass an der Nützlichkeit der Songs noch ein bisschen gearbeitet werden muss, haben aber speziell ein bisschen Probleme, da man wir jetzt Barde und Tänzer als Buff und DD haben. Sie können jetzt nicht den Barden die Songs stärker machen und dann beim Dancer das dann später vielleicht auch mal machen, wenn das ein Problem sein sollte. Dann sind die doppelt overpowered, wenn man beides in der Gruppe hat. Also sie müssen dann einen Weg finden, zwischen diesen beiden Buff-DPS-Klassen eine Balance hinzubekommen und natürlich auch eine Balance über eine ganze Gruppe, dass nicht einer stärker priorisiert wird für eine Gruppe als der andere. Und da wird halt auch noch ein bisschen dran gearbeitet. Wörtlich ist halt talking about Bard, it is a bit difficulty because they cannot overbuff any range jobs. Also klar, bin ich auch derselben Meinung, du kannst jetzt nicht einfach sagen, wir machen jetzt den stärker, den auch noch stärker, dann sind die beiden zusammen in der Gruppe und beide zusammen stärken sich dann nochmal. Schwierig. Nächste in der Reihenfolge, der besprochen wurde, Astrologen. Heilung ist leichter geworden, finden die Leute gut. Nur das Kartensystem, da wird dran gemeckert. Haben das Dev-Team natürlich auch erkannt und wird dann versuchen, ein bisschen was dran zu ändern. Wie genau sie jetzt dort was machen, ob sie jetzt Karten entfernen werden, ob sie Buffs ändern werden, konnten sie aber auch noch nicht sagen. Sie versuchen aber eine gute Balance auch dort zu finden. Dann war eine Frage über den Krieger und wow. Nein, der bekommt nichts, der ist gut so wie er ist. Beim Schola ist eigentlich auch nichts, ist okay so. Nur ein paar Tooltips für die Fairy werden nochmal mit reinkommen. Damit die Leute, die es halt neu spielen, auch ein bisschen besser damit zurechtkommen, indem sie sich einfach so ein bisschen nochmal was anlesen können. Dann wollte jemand gerne ein Mindest-Item-Level-Prüfsystem haben für die Dungeon Runs. Im Moment gibt es ja dieses vorgeschlagene Item-Level, wenn man sich in die Dungeon einträgt, da kann man ja durchlesen, 4-Mann-Dungeon, Level so und so viel, vorgeschlagenes Item-Level 430. Und da kannst du ja trotzdem halt, wenn du das Level hast, kannst du ja trotzdem mit 410 oder so reingehen. Solange du halt die Vierergruppe zusammenbekommst. Und jemand wollte halt, dass das dann zum Beispiel alle, die nicht 430 Item-Level haben, dann nicht rein dürfen. Und nein, wurde auch ganz klar gesagt, nein, das führt zu Problemen, können wir nicht machen. Wir können Alternativen nachgucken, aber das auf keinen Fall. Finde ich auch gut. Ich hätte sonst zum Beispiel jetzt, wo wir von 70 nach 80 gelevelt haben, ich hatte ja nie das vorgeschlagene Item-Level, hatte ich nie bei den neuen Dungeons. Hätte ich jetzt aber erst immer das neue Item-Level mir ergrinden müssen, um dann in die Dungeons zu gehen.
Hätte ich nicht so geil gefunden. Also auch da. Nö. Dann ein bisschen PvP. Es wird mehr Skills im nächsten PvP-Update geben. Man kann dann angeblich bis zu 16 Stück benutzen. Alles ohne Gewehr. Wie gesagt, ich hole mir die Übersetzung hier von Discord, Reddit, Final Fantasy 14. Also wenn die irgendwas falsch übersetzen, ist nicht meine Schuld. Tanks bekommen einen AOE-Buff. Healer bekommen AOE-Heal wohl anscheinend mit zu. Für die nächste Season, für das nächste große PvP-Update wird wohl kommen mit 5.15. Neue Frontlines. Okay, hört sich ganz gut an. War so ein bisschen storymäßig. Wann haben sie angefangen, halt Shadow Sachen sich für Shadowbringers zu überlegen? Und da wurde halt ganz klar gesagt, sie haben an Shadowbringers schon gearbeitet, als sie in Heavens war, halt die Krieger des Lichts, die gegen uns gekämpft haben, halt vorgestellt haben. Ab dem Moment haben sie sich halt schon überlegt, irgendwas muss mit denen noch weiter passieren. Dann halt nur so ein paar so Community-Fragen. Wie sind sie auf die Idee gekommen, halt Leute in die andere Welt zu holen? Also mehr Leute in die andere Welt zu holen, in die erste Splitterwelt, außer den Krieger des Lichts. Wie sind sie darauf gekommen, dieses Trust-System mit reinzubringen? Warum haben sie diese Verbindung mit Feul im Spiel gemacht, um Zugriff auf die Items zu bekommen, anstatt dass sie einfach Gehilfen, sag ich mal, in die andere Welt geholt haben? Also das meiste ist jetzt hier wirklich nur noch so ein bisschen Rumgequatsche. Zum Beispiel. Auf der Gamescom wird es auch noch mal so ein paar kleine Leaks zur Story geben. Dann ganz generell nur so ein paar Fragen. Ich glaube, das ist ja. Halt die Klassensachen waren jetzt hier das Wichtigste. Und ich glaube, die ganzen Ninja-Spieler werden sich freuen, dass sie da irgendwann ein bisschen Hilfe bekommen. Genau wie die Samurai-Spieler. Ich glaube, beim Summoner, die Sache, dass mit Bahamut ein bisschen so clunky ist, die Umgehensweise ist jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, was man jetzt hier zusammenfassen kann. Es ist auch halt schade, dass kein englischer Übersetzer im Stream ist, aber das ist halt nur, wenn richtig große Patches ankommen, dass dann ein Mann oder eine Frau noch da ist mit übersetzt. Natürlich so weitere Fragen, wie die Story weitergeht, was noch passieren wird und so weiter, wollen sie natürlich nicht beantworten. Was neue Expansions vielleicht schon angeht, was die vielleicht schon Neues geplant haben, können sie natürlich auch noch nicht beantworten. Was gibt es denn noch? Nö, das
Brauchen wir nicht wirklich. Ja, das war es im Großen und Ganzen jetzt auch schon erstmal. Also wirklich in erster Linie nur mal so ein kurzer Überblick. Und da werden sie halt erstmal weiter beobachten, was die Jobs jetzt angeht. Wenn jetzt irgendwas noch sein sollte, also wenn sie jetzt plötzlich noch irgendwas mega krasses announcen, schneide ich das nochmal mit rein. Aber ich glaube, das sollte es jetzt mit den Klassen, mit dem PvP, mit dem bisschen FAQ-Gequatsche, dann sollte es das jetzt eigentlich sein. Okay, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das habe ich jetzt wirklich nur eine kleine Mini-Zusammenfassung, damit die erste Aufnahme irgendwie abhanden gekommen ist. Keine Ahnung, was damit passiert ist, aber das soll es dann gewesen sein. Ciao, Leute.